RPR 1 und die Rheinzeitung. Wir machen Wahl mobil. Herr Dr. Schäfer, Sie leiten die Justizvollzugsanstalt Dietz. Wie können die Gefangenen bei Ihnen wählen? Die Gefangenen können ausschließlich im Wege der Briefwahl hier wählen. Sie werden hinreichend vor dem Wahltermin darauf hingewiesen, bei Ihren zuständigen Meldeämtern Briefwahlunterlagen zu beantragen. Und nehmen die Gefangenen das auch wahr? Das kann ich Ihnen jetzt so nicht beantworten. Das entzieht sich dann weitestgehend unserer Kenntnis. Aber wir gehen davon aus, dass ein großer Anteil der Gefangenen die Wahl tatsächlich auch in Anspruch nimmt. Ja. Und wie informieren sich die Gefangenen bei Ihnen über Politik? Welche Medien können Sie nutzen? Hauptsächlich natürlich Fernsehen, aber auch Hörfunk spielt eine wichtige Rolle. Und daneben gibt es auch viele Exemplare von Tageszeitungen, die unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Und wie groß ist das politische Interesse bei Ihren Gefangenen? Tja, das ist auch schwer einzuschätzen, aber man könnte es vergleichen mit der Bevölkerung außerhalb, was ähnliche Qualifikationen und Vorbildung anbelangt. Also im weitestgehenden Sinne Unterschichtniveau, wobei es auch sehr intellektuell beschlagene Gefangene gibt, die sich sehr dafür interessieren. Und welche politischen Themen erregen Interesse bei den Gefangenen? Natürlich die Kriminalpolitik, das ist klar, das wird sehr aufmerksam verfolgt, jetzt beispielsweise aktuell diese S-Bahn-Diskussion aus München, wo wiederum härtere Strafen gefordert werden. Da haben die Gefangenen schon eine eigene Meinung dazu. Und wenn Sie es mal einschätzen müssen, welchem politischen Spektrum sind die Gefangenen so zuzuordnen? Also ich vermag nicht auszuschließen, dass es auch Wähler gibt, die sich für rechte Parteien entscheiden, aber weitestgehend würde ich sagen, im linken Spektrum von der SPD angefangen über Grüne bis zu den